Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der IFM Interviewserie. Wie ihr letzte Woche Freitag es gesehen habt, war ja das letzte Rennen ja in Spanien, was wir ja analysiert haben mit einem Preview in Singapur. Jetzt gehen wir von Singapur zurück und gehen nach Bahrain am Samstag. Für die meisten geht es ja darum, noch um eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, während die meisten sich dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich habe mir drei Gäste eingeladen, wieder die Top 3 aus dem letzten Rennen in Singapur. Zu einem begrüße ich den Toni, den Rennsieger hier in Singapur. Moin du. Dann begrüße ich einer meiner langjährigen Kollegen, der auch für die WIRL für das Team Sauber am Start ist, den guten Max. Hallo Max. Moin. Und den Drittplatzierten, den Marvin. Toni, mit dir fange ich obligatorisch an. Oder anders gesagt, ich fange mit dem Sieger Gerne. obligatorisch an. Glückwunsch erstmal zu deinem Sieg. Wie fühlt sich das jetzt an, Danke. einen Grand Prix gewonnen zu haben? Und erzähl mal über dein Qualifying und über Ja. dein Rennen, bitteschön. Ja, das war natürlich mein erster Sieg. Das fühlt sich natürlich richtig gut an, den ersten Sieg überhaupt in der Liga. Ja, mein Qualifying, ich hatte so ein, zwei Wackler in der Runde, deswegen war ich nur Vierter. Ich hatte die Chance auf Dritter zu werden. Ja, aber mit Platz 4 im Qualifying war ich schon gut und damit einen guten Startplatz fürs Rennen gehabt. Und zum Rennen? Ja, das Rennen war sehr gut. Ich habe profitiert von ein paar Ausfällen. Der Start war auch gut. Einigen kam etwas von hinten, dass ein paar Fahrern geschadet. Mich hat es ein bisschen ein bisschen durcheinander, also war am Durchdrehen so eine Achse. Deswegen habe ich mich so halb gedreht, aber ich konnte das noch abfangen und dann konnte ich dann auf Max-Niveau die ganze Zeit fahren. Und dann hatte ich noch profitiert von Victors Ausfall und von Tobias Ausfall. Ja, Victor hatte ja, so wie ich das gesehen habe, in einem der Videos, dass Victor in Führung liegend das Auto weggeschmissen ist. Dazu komme ich aber gleich auch auf Marvin drauf zu sprechen. Hättest du damit ge oder hat konntest du damit rechnen oder hattest du gerechnet, dass du eher das Rennen gewinnen konntest, Toni, oder warst du eher total überrascht, wie gut das Auto für dich lief? Ja, also ich war schon ein bisschen überrascht, dass Victor ausgeschieden ist, aber ich war ja zu dem Zeitpunkt noch hinter hinter Max und ich habe einfach einen Undercut gemacht. Da konnte ich in der Runde 4 Sekunden aufholen. Deswegen bin ich vor ihm gelandet nach dem Stopp von ihm. Und dann konnte ich mich auch vor ihm halten und wir hatten auch noch so ein kleines Duell am Anfang, wo er dann glaube ich aber Heck geraten ist und sein Frontflügel war leicht beschädigt, so dass er nicht mehr richtig attackieren konnte. Deswegen hatte ich so ein bisschen Glück, dass das passiert ist. Ausblick auf das Rennen jetzt am Samstag in Bahrain. Was rechnest du denn dir aus und was sind denn deine Ziele? Zu Punkt, also mein Ziel ist es eigentlich Platz 4 bis 6 zu haben. Also mehr kann ich eigentlich nicht erwarten, wenn die beiden Mercedes Victor fährt mit. Marvin glaube ich nicht, oder? Okay, das ist doch. Also die beiden Benz fahren vielleicht mit, dann noch die beiden Ferrari fahren mit. Und mich fährt ja auch mit. Da sind ja schon mal fünf, die Top 5. Also wenn die beiden Mercedes dabei sind. Und ja, und wenn Tobias auch mitfährt, dann kann ich nur Platz 6 kriegen auch. Deswegen nur so Platz 4 bis 6 so gedacht. Alles klar, vielen Dank, Toni. Gerne. Max, Glückwunsch zur P2, deiner besten Rennplatzierung in einer Liga überhaupt. Warst du von deiner Pace überrascht? Review zum Qualifying und einen Ausblick zu deinem Rennen in Singapur. Bitteschön. Feine, das war bei mir. Ich war halt überrascht, dass der Ferrari von Marvin etwas langsamer war. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet, weil eigentlich war ja von vornherein klar, P1, P2 für die Fahrer im normalen Fall. Aber wo ich schon halt gehört habe, dass
Ferrari halten wurde im Qualifying. Das hat mich halt ein bisschen überrascht, ne? Aber was soll man machen? Aber im Großen und Ganzen bin ich im Qualifying wirklich sehr zufrieden. Gut, im Rennen, der Anfang war ganz gut, ne? Ich habe damit gerechnet, so Podium war drin, so bis die 5. Aber dass dann Victor dann auf einmal ausscheidet und damit habe ich überhaupt nicht, war ziemlich überraschend. Weil es war klar, dass Ferrari normal das Rennen gewinnt, entweder nur Victor. Und dann hatten wir auch noch diesen Ausfall von Tobias. Und dann war irgendwie das ganze Rennen komplett durcheinander. Dann war auf einmal ich auf der ersten Position, dann Toni. Dann hat man halt der Undercut von Toni, der war halt top, wie hat 4 Sekunden in der Runde gut gemacht und da konnte ich halt nicht mehr mithalten. Danach, dann habe ich halt einen Boxenstopp gemacht, kam wieder ran. Dann aber eine Bremsspin auf dem Heck und dann war so ein kleines Plättchen vom Frontflügel war dann kaputt und dann konnte ich irgendwie die Pace nicht mehr mitgehen. Und in den letzten Runden hatten wir den Druck von Marvin, weil der war top. Der hat die soften Reifen gehabt, nachdem Crasher mit dem Frontflügel wohl den Ast hatte, dann hat er top Pace gemacht. Und ich dachte, der kriegt mich auch noch. Also hatte ich auch noch wirklich Glück am Ende. Aber so kann ich eigentlich sehr zufrieden sein mit dem Rennen. Aber der Sieg war drin. Also jetzt bedeutet das, dass Toni und ich davor waren. Während Victor und Marvin den Sieg für mich komplett gewesen. Dein Ausblick auf Bahrain, ich weiß ja nicht, ob du mitfährst am Samstag, aber wenn ja, was sind denn deine Ziele? Aber mein Ziel ist Top 5, ne? Weil ich weiß ja, was vorne hinten mich ja wird wahrscheinlich mitfahren. Natürlich Ferrari, die sind natürlich für Podium immer. Mercedes kann ich persönlich noch nicht einschätzen, aber so wie ich gehört habe von Victor, werden die auch vorne um Sieg mitkämpfen. Deswegen hoffe ich mal Top 5. Also mein Ja, vielen Dank an dich, Max. Gerne. Marvin, Platz 3, die schlechteste Ferrari-Leistung seit dem Saisonauftakt. Was war bei dir passiert? Und erzähl mal dein Qualifying und dein Rennen. Bitteschön. Was war der Ausfallgrund von Victor gewesen? Man hat nur gesehen, dass ein Rad abgeschlagen ist in der vorletzten Kurve, drittletzten Kurve. Ja. Ja, ich habe keine weiteren Fragen erstmal an dich, Marvin. Vielen Dank erstmal. Ja, Toni, du hast ja schon anklingen lassen, dass du versuchen möchtest, weiter zu pushen. Was
Hast du denn dir jetzt vorgenommen für die nächsten paar Rennen vor Beginn der Winterpause? Und ja, wie gesagt, einige vorbereiten sich ja auch noch für das 6-Stunden-Event, aber dazu werde ich auch noch explizit Max und Marvin dazu noch befragen. Aber was sind jetzt für dich deine zwei persönlichen zwei Rennen für große Erwartungen, die du jetzt gestellt hast, Toni? Ja, es sind ja noch einige Rennen vor der Winterpause. Und ich werde konstante Punkte mitfahren und möglichst lange auf Platz 3 Fahrerwertung bleiben. Weil Micha, der drückt von hinten, der fährt ja wieder dieses Rennwochenende mit. Und da muss ich auch Leistung bringen. Und ja, die 6 Stunden bin ich mit. Ich habe das Spielprojekt Cars nicht. Und weil ich allgemein das auch nicht irgendwie mitfalle. Allgemein auch. Und ja, ist auch irgendwie so das Ergebnis so landen. Ja, dieselbe Frage an dich, Max. Was sind denn deine Ziele und erzähl mal über das 6-Stunden-Projekt am 2. Dezember auf dem Fuji Speedway. Ja, also momentan Ziele der Saison ist erstmal halt die Rennen, ist ja logisch, ne? Und dann halt mal sehen, was am Ende rauskommt. Also wenn ich so in der Fahrerwertung so sagen wir mal Top 8 bin, dann ist das schon alles top und das würde mir auch im Endeffekt komplett reichen. Ne? Wäre ich zufrieden mit. Und Ja, deine zum Ziele. 6-Stunden-Event. Ja, das ist mir nochmal hin, aber sieht momentan halt auch sehr gut aus, was die Fahrer angeht. Ich hoffe, dass es ein schönes Rennen wird, viel Action gibt. Und ja, wir werden sehen, was dabei herumkommt. Das ist halt noch nicht so wirklich komplett fertig geplant. Ne? Da fehlen halt noch Einzelheiten und da kann man eigentlich noch nicht sehr viel zu sagen. Ja, besten Dank. Und Marvin, die letzten Rennen vor der Winterpause ein kleines Preview. Ja, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke mich erstmal an Toni für das Dabeisein. Ja, aber. Auch an Max. Besten Dank auch an dich, Max. Gerne. Und auch an dich, Marvin. Vielen Dank für die Zeit. Und das war's von dem IF-Interview zum Singapur Grand Prix. Nächste Woche, im Laufe der Woche, wird das Rennen dann analysiert aus Bahrain. Und dann freuen wir uns schon drauf, wenn es heißt IFM-Interview, die nächste Station. Und macht's gut und wünsche euch noch einen besinnlichen Abend und auf Wiederschauen. Macht's gut und Servus.